Die Anreise nach Sylt ist für die Urlauber im Januar teurer geworden. Die anfängliche Hoffnung, dass die Konkurrenzsituation zwischen dem Sylt-Shuttle und dem Autozug Sylt die Fahrpreise purzeln lässt, hat sich nicht erfüllt. Der Preisunterschied fällt inzwischen gering aus. Der Normalpreis für einen PKW beträgt bei den roten inzwischen 98 Euro, die blauen berechnen 93 Euro, im Dimido-Tarif 81 Euro. Beim Autozug Sylt können die Kunden online ausgewählte Fahrten zu günstigeren Konditionen kaufen. Das Sylt-Shuttle bietet den günstigeren Dimido-Tarif mit 85 Euro an. Bei der Sylt-Fähre wurde der Normaltarif um 1,50 Euro angehoben. Dort fällt die Preissteigerung am geringsten aus. Bis zum 16. Februar läuft zudem bei der Sylt-Fähre die Aktion 50 Euro für alle. Insulaner zahlen für das Ticket hin und zurück 24 Euro. Die beiden Autozüge berechnen jeweils günstigere Insulaner-Tarife. Auch der Preis bei der Deutschen Bahn stieg im Januar um rund 2%.